Bundesliga, 20. Spieltag mit dem Topspiel. Gladbach bei Leipzig. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, und wenn wir hier einen Blick auf die Tabelle werfen, ist das auch das Spiel des ersten Leipzig gegen den dritten Gladbach. Und die Frage des Spieltags ist, ob der FC Bayern München den 20. Spieltag nutzen kann, um Tabellenführer zu werden. Boah, das wäre natürlich mal was. Würde man der sympathischen Mannschaft aus dem Süden doch total gönnen. Dazu müsste dieses Spiel unentschieden enden, Bayern natürlich definitiv gewinnen oder Gladbach gewinnen und Bayern auch. Dann oder unentschieden. Hätten wir den neuen. Doch, oder unentschieden spielen. Aber das sind viele Möglichkeiten. Wir schauen uns jetzt erstmal das Freitagsspiel an, denn da spielt ja mein Lieblingstrainer, der uns auch beim letzten Spieltag wieder für einen Erfolg geholfen hat. Sieg in Wolfsburg. Erst hat er sie eingeschläfert, dann durch die Wand nach Rückstand gedrückt. Und jetzt kommt der FC Schalke 04. Die hatten eine letzte erfolgreiche Woche. Und da ist doch die Frage, wer ist jetzt hier am Ende vorne? Hertha ist jetzt auch von den Buchmachern nicht mehr unterschätzt. Das zeigt ja auch die Quote von 2,7 an. Schalke mit einer 2,8 sogar Außenseite, ne? Also 13. gegen den 6. Andersrum, Entschuldigung, spricht viel für unentschieden, oder? Oder was denkst du denn? Theoretisch habe ich mir bei dem Spieltag mal wieder gedacht, da kannst du eigentlich 9 X-Bets machen, 9 unentschieden, fährst am Ende vielleicht gar nicht so schlecht. Hier in dem Fall ist die Quote auf Hertha wirklich sehr, sehr attraktiv, muss man sagen. Schalke hat gegen Bayern, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und ich fand, die haben auch einfach nicht gut gespielt. Am Anfang, die ersten 5 Minuten haben sie es probiert, aber dann einfach an die Wand gespielt worden. Und Hertha, wissen wir ja auch alle, hat sich ja jetzt auch noch verstärkt mit Piatek, wie man ihn ausspricht, könnt ihr gerne auch kommentieren. Ansonsten natürlich beim AC Mailand untergegangen in dieser Saison ein bisschen, aber bevor er beim AC Mailand war, war er bei Genua und hatte eine sackstarke Bilanz von 19 Toren in 21 Spielen oder so. Und das ist eigentlich vom Talent her ein wahnsinnig guter Stürmer. Wenn der schon spielt gegen Schalke, dann ja, könnte er vielleicht knipsen. Ansonsten auch Dodi Lukibakio auch stark in Form. Und allgemein natürlich, da weht ein frischer Wind durch die Hauptstadt. Das muss man dem Klinsmann schon lassen. Von daher wäre hier The Trend is your friend eigentlich auf Hertha und gegen Schalke. Aber grundsätzlich bin ich nicht 100% überzeugt. Ich halte mich bei Klinsmann auch immer lieber ein bisschen zurück, weil ich kann es nicht glauben, dass der jetzt einfach so alles zerreißt. Ja, du? Genau, ich möchte aber unbedingt wieder eine Klinsmann-Wette abfeuern. Vielleicht können wir uns mal zwei Sachen anschauen oder auch gegenseitig diskutieren. Entweder unter 2,5 Tore oder Asian Handicap 0 und Sieg Berlin oder gar Halbzeit unentschieden. Das ist so meine Lieblingswette, glaube ich. Denn Klinsmann lässt Ergebnisfußball spielen, also er brennt bisher noch nicht so die Feuerwerke ab, zumindest macht es das Team nicht. Und obwohl sie unter Jürgen Klinsmann wirklich sehr erfolgreich sind, sind sie ja immer noch nicht weit entfernt von den Abstiegsplätzen, nur 4 Punkte oder so. Das heißt, in erster Linie brauchen wir hier Ergebnisfußball. Und entscheid du, unentschieden nix oder Asian Handicap 0 auf den Jürgen. Eine kleine Korrektur, Schalke war natürlich nicht erfolgreich letzte Woche untergegangen in Bayern. Da habe ich mich gerade versprochen. Wie dem auch sei, für was bist du? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich würde hier keine Wette abschließen, aber unsere beiderseitige Argumentation läuft ja dann in die Richtung, dass es hier ein Asian Handicap 0 ist und von daher nehme ich das jetzt hier in die Tipps auf. Bei Hoffenheim-Leverkusen, da klingeln bei mir in den Ohren Tore, bei dir auch? Tatsächlich ja, also Leverkusen haben auch dafür gesorgt, dass der Friedhelm nicht mehr dabei ist. Oder dafür hat Düsseldorf gesorgt, aber dazu gleich mehr. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier auf die Overtore schauen sollten. Das Hinspiel hatte ja unglaublich viele Torchancen, unglaublich viele Ecken, aber es gab ein 0-0. Dementsprechend spricht auch jetzt viel für ein 4-4 mit wenig Chancen.
Ja, und die beiden Mannschaften sind eigentlich Teams, bei denen Shepherd es eigentlich regelmäßig, und so 0-0 ist dann schon sehr außergewöhnlich. Grundsätzlich die Leverkusener mit dem Trend nach oben, die letzten beiden Spiele gewonnen, also alle beiden Rückrundenspiele gewonnen und davor auch die Vorrunde mit dem Sieg abgeschlossen. Deswegen stehen sie jetzt auf Platz 5 gut da. Hoffenheim, ja, mit Platz 7 eigentlich fast schon ein bisschen besser, als man denken könnte. Grundsätzlich denke ich, die beiden werden haben ja kein Interesse daran an Ergebnisfußball im Vergleich zum Klinsmann. Deswegen wollen die, glaube ich, in erster Linie gewinnen, beide. Hoffenheim spielt daheim, Leverkusen will die Serie fortsetzen. Und gewinnen tut man in der Offensive einzelne Spiele. Und deswegen kann ich mir hier durchaus viele Tore vorstellen. Und vor allem haben mir die Quoten dazu natürlich schon mal reingezogen. Und die finde ich dann auch gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt sagt, over 3 Tore, 1,88, ist die Quote schon sehr gefallen. Ich habe gestern noch eine 1,95 dafür bekommen. Aber diese Wette würde ich hier definitiv einloggen. Bei genau 3 Toren gibt es dann halt den Einsatz zurück. Finde ich eine ausgesprochen exquisite Wette, die ich gerne untermauern würde. Düsseldorf gegen Frankfurt. Ich habe mir ja das Spiel, zumindest die ersten 20 Minuten angeschaut, von Leverkusen gegen Düsseldorf. Da gab es ein Interview mit einem Pfannenstiel. Es gab die Gerüchte, dass Friedhelm Funkel noch eine Frist von 2 Spielen hat. Der Pfannenstiel hat gesagt, nee, keine Ahnung, woher die Gerüchte kommen. Alles totaler Humbug. Und er hat recht, denn Friedhelm Funkel hatte jetzt gar kein Spiel mehr, um seinen Job zu sichern. Jetzt kommt ein neuer Trainer, Uwe Rösler, aus der Klopp-Schmiede sozusagen. Kann er was reißen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Frankfurt letzte Woche überzeugt hat. Was denkst du, Alec? Ist natürlich bitter. Die meisten wissen es wahrscheinlich auch. Friedhelm Funkel, einen Tag zuvor noch gefeiert als Trainer des Jahres in Düsseldorf oder irgendwo so. Und dann einen Tag später wird er entlassen. Aber ja, mein Gott. Karriereende. Er hat gesagt, Karriereende. Er wird kein Team übernehmen. Ist halt, wenn du 18er bist und einfach lange nichts mehr gewinnst, dann ist halt auch bei Düsseldorf irgendwann das Maß voll. Auch wenn Friedhelm Funkel natürlich letztes Jahr Wunderdinge geleistet hat, dass er diese Mannschaft überhaupt in der Liga gehalten hat. Aber ich habe auch schon gesagt, dass die Düsseldorfer in meinen Augen durch diesen Trainerwechsel erste Absteiger sind, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was Rösler so drauf hat an der Trainerbank, weil er war ein guter Stürmer, hat er sogar in England gespielt. Da nannten ihn die Fans Yuri Rosseler, weil sie Uwe so schwer aussprechen konnten. In den 90er Jahren, glaube ich, sogar bei Manchester City. Damals Manchester City, aber natürlich kein Weltklasse-Top-Club. Aber so viel zum Trainer. Was er als Trainer kann, weiß ich halt jetzt wirklich nicht. Ich denke aber, dieser Trainereffekt, von dem man immer redet, der ist hier nicht unbedingt so angebracht. Ich denke, Düsseldorf ist halt einfach schlecht und verunsichert. Ja. Und dann kommt die Feindtracht, hätte ich fast gesagt, die eigentlich ja ganz stark in die Rückrunde bisher sich präsentiert. Und die Frankfurter werden hier mit dieser Quote, finde ich, auch ein bisschen zu niedrig bewertet, aber auch irgendwo auch realistisch. Aber ja, im Endeffekt reizt es mich dann doch, auf Frankfurt zu setzen. Ja, ob Asian Handicap 0 auf Frankfurt oder direkt auf Frankfurt-Sieg, soll jeder selber wissen, Quote ist gut genug. Heribert Bruchhagen hat was Cooles gesagt. Er hat gesagt, der Trainerwechsel ist ein Fehler. Düsseldorf steigt sowieso ab. Das ist egal, ob Funkel bleibt oder nicht. Dementsprechend haltet an dem Mann fest. Er hat es wahrscheinlich verdient gehabt. Auf der anderen Seite kommt er jetzt in den Ruhestand, den hat er sich mehr als verdient, hat ja auch bei Frankfurt trainiert und es wäre auch ein ekliger Abschluss gewesen, nach einer Niederlage gegen die vielleicht entlassen zu werden. Mainz gegen Bayern München, hier der große FC Ruhmreich, schießt Tore, Müller wieder in EM-Form, wird von diversen Ex-Bayern-Waren oder eben Vorständen in die Nationalmannschaft wieder zurückgelobt. Der Meier-Sepp sagt, der soll doch mir den Buckel runterrutschen, der Jogi, und den Müller soll ablehnen.
es spricht viel für einen hohen Sieg, denn wer Schalke und Hertha mit 4 und 5-0 besiegt, der sollte wirklich in Form sein, haben sich jetzt auch nochmal mit einem Spieler aus Madrid verstärkt, den Namen hast du vielleicht im Kopf. Auf jeden Fall würde ich hier auf einen hohen Bayern-Sieg ausgehen. Wetten würde ich wahrscheinlich nicht. Oder du sagst, das Handicap oder ein Over-Under ist interessant genug. Die Asian Handicaps hier in dem Fall würde ich meiden, weil du musst dann halt auf Bayern minus 2 oder so setzen. Und ja, wer weiß, was die Mainzer zu Hause wieder so ein bisschen in petto haben. Aber diese Außenseiter-Wette letzte Woche auf Schalke plus 2,5 oder 2,25 hat sich ja sehr gut angehört. Und dann haben uns die Schalker natürlich auch mit 0 zu 5 hängen lassen. Und Mainz würde ich jetzt hier auch nicht viel stärker einschätzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier halt trotzdem ein paar Tore fallen, weil vielleicht auch Mainz zu Hause ein Tor schießen kann oder auch zwei oder Bayern ja sowieso eine Bombenoffensive hat und dafür gibt es halt auch keine guten Quoten. Da musst du schon auf Over 4 setzen, dass du halt eine ausgeglichene hast und dann kriegst du bei genau 4 Toren das Geld zurück. Also hier alles in allem keine besonders attraktive Sache. Und bei Augsburg-Bremen hingegen, ja, da ist jetzt quasi, da müssen wir eigentlich hinfahren. Ich als Augsburg-Fan, du als Bremen-Fan. Und dann sehen wir hier natürlich, fährst du hin wahrscheinlich und nimmst mich nicht mit. Aber naja, ich bin eh nicht da. Ich bin zur Kur in Österreich. Ja, der Alkohol. Nee, aber das ist natürlich nicht wahr, du machst bestimmt was anderes da. Aber ja, bin im Stadion. Bisher bringe ich Augsburg, ja doch, in den letzten zwei Spielen, habe ich ein Glück gebracht. Jetzt bin ich diesmal für Werder. Teile mir da über die Firma, wenn ich hin und wieder hingehe, eine Kabine mit reinen Augsburg-Fans. Und dementsprechend habe ich schon gesagt, dass ich diesmal für Werder sein werde. Aber ob die wirklich gewinnen, weiß ich nicht. Man muss fairerweise sagen, die Quoten sind genau richtig, weil Werder jetzt in der Rückrunde vielleicht gar nicht mehr so kacke ist. Haben erst gewonnen auswärts in Köln, dann erwartete Niederlage gegen Hoffenheim. Wir haben das ja auch prognostiziert. Und jetzt spricht relativ viel für so ein 1-1, ne? Ja, die Augsburger haben halt uns bisher voll hängen lassen gegen Dortmund, dachten wir schon, die reißen was. Dann haben sie auch 3-1 geführt und gegen Union haben wir gedacht, ja, die Quote ist attraktiv genug, dass die in Berlin gewinnen. Dann haben sie 2-0 verloren. Jetzt ist halt die Frage, gegen schwächelnde Bremer müssen sie eigentlich zu Hause einen Ausrufezeichen mal wieder setzen und wieder zurückfinden oder überhaupt ankommen im Jahr 2020 und dafür finde ich die Quote einigermaßen gut, aber echt value-haltig ist was anderes. Also ich gehe schon irgendwo davon aus, dass Augsburg die bessere Mannschaft ist, dass sie auch gewinnen, aber andererseits ist wie bei jedem Spiel irgendwie an diesem Spieltag fast hier die latente Unentschieden-Gefahr irgendwo da. Von daher würde ich einfach hier auch auf eine Wette schweren Herzens verzichten, weil mir die Augsburg-Quote irgendwie zu niedrig ist für das, was das Risiko hergibt. Allerdings eine Viererquote, vielleicht 0,25 Einheiten auf ein Unentschieden. Ich meine, verlieren verboten für Bremen eigentlich. Und für Augsburg im Prinzip, ja, warum sollen sie gegen Bremen verlieren? Deswegen gewinnen auch schwierig Unentschieden. Finde ich sehr richtig. Also man könnte echt überlegen, ob man bei 6 oder 7 Spielen Unentschieden zur Halbzeit tippt. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen, außer dass die Wette falsch ist. Ich glaube, ja, vor allem letzte Woche waren es ja zur Halbzeit am Samstag alle 5 Spiele unentschieden. Aber ja. Naja, ich würde dann, wenn dann schon in die Vollen gehen und sagen, das ist ein Unentschieden-Spiel an diesem Spieltag. Düsseldorf-Frankfurt, wenn man davon ausgeht, dass der Trainerwechsel vielleicht Früchte trägt, könnte man mit viel Fantasie hoffen, ein Leverkusen könnte ein Unentschieden sein und Hertha Schalke könnte auch ein Unentschieden sein. Und Köln-Freiburg. Also ein sichereres gibt es nicht, aber ich will noch nicht vorgreifen und Leipzig-Gladbach. Naja, ich würde es eigentlich hier wirklich gerne einloggen. Irgendwie log ein, Baby. Gerade damit du auch ein langweiliges 0-0 ertragen musst vielleicht oder so.
würde ich mich freuen, dass das Spiel dann so endet. Ja, ich bin da in erster Linie eh beim Essen. Ja, beim Essen. Union hat bei der Hinrunde unsere Dortmunder Kollegen ja ganz schön geärgert. Können sie das im Rückspiel machen? Ich glaube nicht. Haaland schießt ein oder zwei Tore? Ich glaube schon. Aber siehst du bei dem Spiel wirklich eine Wette oder soll man da einfach sagen, schauen, was Haaland macht und zum nächsten Spiel? Ja, ich würde gerne noch Roman Bürki zitieren, der nach dem Spiel letzte Woche gemeint hat, er ist schon enttäuscht von Haaland. Der Junge lässt ziemlich schnell nach. Erst 3 Tore, dann 2 Tore. Er hat wirklich Angst, dass er beim nächsten Mal nur 1 schießt. Und der Trend geht klar nach unten bei Haaland. Die Quote natürlich auf Dortmund mega uninteressant. Von daher alle Union-Sympathisanten, ich drücke euch die Daumen hier, aber ich würde jetzt auch nicht drauf wetten. Bei Leipzig-Gladbach hingegen würde ich schon gerne wetten. Einerseits ist es für mich einfach unmöglich, dass dieses Spiel anders ausgehen sollte als 1-1, weil beide wollen irgendwie die Tabellenspitze, beide haben irgendwie Schiss, dann irgendwie doch besiegt zu werden. Leipzig hat letzte Woche mehr auf ihre Frisuren geachtet als auf das Spiel, haben dann gegen Frankfurt verloren. Gladbach hat erst in der zweiten Halbzeit dann gegen Mainz ein bisschen aufgedreht. Alles in allem Leipzig natürlich Tabellenführer, spielt zu Hause. Gladbach in der Rückrunde. Ja, das erste Spiel gegen Schalke verloren, jetzt gegen Mainz gewonnen, aber das ist auch kein richtiger Maßstab. Von daher müssen sie sich jetzt steigern. Leipzig auch ein bisschen wieder, aber die Quote auf Leipzig ist uninteressant. Aber eine Unentschiedenquote 4,84 ist mega. Wenn man hier nur 0,2 Einheiten oder 0,25 Einheiten auf ein Unentschieden setzt, kann man hier fast nichts verlieren, aber dann doch eine Einheit gewinnen. So meine Argumentation. Finde ich sehr gut. Ich würde mir ganz gerne nochmal anschauen, was ist denn Gladbach plus 1 oder so, einfach aus Spaß an der Freude. Vielleicht finden wir da was, muss ich mal zur Seite gehen. Hey, 2,6. Ich check's nicht. 2,06. Ja, das würde ich tatsächlich machen. Also die Wette würde das Unentschieden abdecken, das würde ein Cashback geben, wenn Leipzig mit einem Tor Vorsprung gewinnt. Und wenn Gladbach gewinnt, haben wir die Wette auch gewonnen. Also das finde ich schon mega stark dafür, dass Gladbach auch eine auswärts starke Mannschaft ist. Also selbst wenn sie verlieren, warum sollten sie anders als 3-2 verlieren? Also 1-1 oder 3-2 oder so geht's aus. Also mein Ergebnistipp 1-1 hier, deiner 3-2 für Leipzig und dein Cashback ist dir gerade recht. Du wettest alle nichts zu gewinnen. Ich wette hier auf Unentschieden, um eine Einheit zu gewinnen. So sieht's aus. Ja, grundsätzlich beides natürlich ganz attraktive Wetten und vor allem ein interessantes Spiel am Samstagabend. Köln gegen Freiburg dann am Sonntag. Ja, ist jetzt für mich persönlich nicht so der Burner, weil ich mit den beiden Mannschaften nicht viel am Hut habe. Da fehlt mir dann auch irgendwo die Motivation, mich so intensiv mit den Spielen zu befassen und da etwas rauszulesen. Köln, ja, steht ganz gut da. Freiburg ist natürlich ein bisschen nach unten und jetzt bin ich gespannt, was du mir hier dazu sagen kannst. Nee, ich sage das auch ganz schnell wie du, denn ich möchte auch glauben, dass ein Unentschieden am meisten Sinn macht. Unentschieden hilft Köln jetzt nicht wieder 2 Niederlagen in Folge zu haben, Defensive ein bisschen zu stabilisieren. Unentschieden hilft Freiburg, um Punkte zu sammeln und um einen direkten Konkurrenten, zumindest vor der Saison, um den Nichtabstieg auf Distanz zu halten. Mit einem 1-1, glaube ich, können beide Trainer am allermeisten leben. Definitiv, ja. Hört sich jetzt auch für mich nicht nach vielen Toren an, aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Soll ich das Unentschieden zum Preis von 0,3 Einheiten einloggen? Ja, also gerne. Ich halte jetzt nicht so viel von Systemwetten, aber ich finde, dass hier so eine 2 aus 4 musste diesen Spieltag quasi spielen. Also such dir 4 Spiele aus, die unentschieden ausgehen. Die haben alle die schlechteste Quote von 3,5 bis 5,0 ungefähr. Und dann bete einfach. Ja, jetzt haben wir halt hier bei Hertha schon auf Hertha gesetzt. Aber das Unentschieden würde mich natürlich eigentlich mehr reizen. Hoffenheim, Leverkusen, ein klassisches 2:2.
Augsburg-Bremen haben wir schon gesagt, das hässliche 0-0. Vielleicht auch 1-1 oder 2-2, aber 0-0 wäre mir halt lieber, damit du wenig Spaß am Spiel hast, wenn du mich schon nicht mitnimmst. Leipzig-Gladbach 1-1, what else? Und Köln-Freiburg, ja, ähnliche Geschichte. Und dann haben wir natürlich noch Paderborn gegen Wolfsburg. Extrem schwer hier zu sagen, wenn man davon ausgeht, dass Paderborn ja auf dem aufsteigenden Ast ist, mehr oder weniger, und die Wölfe seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gewonnen haben. Wenn man das anschaut, ist Paderborn eigentlich mega value-haltig, diese Wette, und Favorit, obwohl die Quote hier natürlich höher ist als die der Wölfe. Andererseits ist halt Paderborn und sie sind immer noch 17., während Wolfsburg halt 10. ist, und die letzten Spiele ziehen wir uns hier rein, zumindest ab der Winterpause. Hat ja Paderborn jetzt 2-0 gegen die Freiburger gewonnen. In Freiburg stark Leistung eigentlich. Und die Wölfe haben beide Spiele verloren gegen Hertha. Klar, gegen Klinsmann ist keine Schande, wenn man nicht gewinnt. Andererseits, ja, war ein enges Spiel. Und bei Köln gab es für die Wölfe auch wenig zu holen. Deswegen hier Paderborn definitiv im Bereich des Möglichen, dass die hier gewinnen. Andererseits, klar, müsste man immer gegen Paderborn setzen, wenn eine Mannschaft gegen Paderborn eine Quote ab 2 hat, kann man auch wenig falsch machen. Andererseits, ja, bin jetzt kein Fan, auf Wolfsburg zu setzen an diesem Spieltag, weil sie irgendwie auch aus der Luft ist, und deswegen keine Wette hier. So sieht's aus. Wie gesagt, wir haben es nicht verdient, dass man auf sie setzt. Dafür zu schwach die letzten Wochen. Also, halten wir fest, der 20. Spieltag ist ein beschissener Spieltag zum Wetten, außer es geht jedes Spiel unentschieden aus. Es ist echt sehr, sehr schwierig von den Tendenzen her. Jetzt die Frage an dich, sollen wir uns jetzt festlegen oder machen wir unsere konkreten Wetten dann in die Kommentare? Weil es ist schon arg schwierig. Naja gut, wir haben jetzt hier die Hertha Asian Handicap 0. Ja. Dann haben wir Hoffenheim, Leverkusen haben wir schon eine Over-3-Wette. Stimmt. Hier würde ich einen Sieg auf die Frankfurter noch nehmen. Und Bayern-Mainz würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber Augsburg-Bremen, warum das hier markiert ist? Du wolltest unentschieden, bist aber auf Werder gekommen. Hier wolltest du 0,2 Einheiten, 0,25 auf unentschieden. Genau. Bei dem Spiel habe ich keine Meinung, obwohl da was ausgewählt ist. Bei Leipzig, Gladbach haben wir plus 1 auf Gladbach, wobei meine Wette auch hier definitiv ein Unentschieden wäre. Und Köln-Freiburg könnte man auch ein Unentschieden noch hinzunehmen. Also alles immer schön vorsichtig im Bereich der Bankroll, auch nicht übertreiben. Deswegen sage ich ja immer 0,2 oder 0,3 Einheiten bei so hohen Quoten. Dann gewinnt man eine Einheit, und bei geringerer Wahrscheinlichkeit tut dann ein kleinerer Verlust auch nicht so weh. Natürlich gleicht sich das am Ende wieder aus, wenn du immer eine Einheit drauf setzen würdest. Aber so hast du halt ein geringeres Kapital und ein geringeres Verlustrisiko. Gut zusammengefasst. Da wünsche ich euch viel Erfolg an diesem Spieltag. Schreibt uns eure Picks in die Kommentare und dann lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Oddspedia, the Sports Betting Community.